Ja, moin zusammen. Ja, eigentlich soll es an der Stelle jetzt weitergehen mit dem Mercedes. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Alles super, ne? Ersatzteile, alles unterwegs. Die nächste Kiste ist auch quasi schon in Wartestellung. Ja, jetzt hat mir die Gesundheit mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also mir geht's gut. Kein Ding. Aber ja, jetzt hat's mich auch mal endlich erwischt. Ne? Ich bin aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft. Gestern fing es ein bisschen mit Husten an. Und ja. Ja, ich weiß, ich habe Quarantäne, aber ja, hier ist ja niemand. Wen soll ich anstecken, ne? Na, er fing ein bisschen mit Husten an und ja, ein bisschen schlapp. Ja, aber nichts sonst. Man hört es auch an meiner Stimme, ich bin nicht irgendwie verschnupft oder sowas in der Richtung. Heute zum PCR-Test gewesen. Mal gucken, was da noch passiert. Vielleicht positiv. Der Schnelltest war positiv. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, eigentlich wollte ich heute am Mercedes weitermachen, aber die 63er Ladeluftkühler, Tiefe, nicht Breite, sind aktuell nicht ganz so schnell lieferbar, wie ich das gerne hätte. Und deswegen muss der Mercedes erstmal hier stehen bleiben, bis der Ladeluftkühler, da ist er, bis der Ladeluftkühler da ist. Gut, auch kein Ding. Hab gerade bei eBay Kleinanzeigen ein Auto gesehen. Da steht unser Lupo, ne? Da ist er. Und ja, der kriegt jetzt Zuwachs, der ist jetzt im Moment abgemeldet, ne? Der ist im Moment abgemeldet und ja, die Frontscheibe muss noch getauscht werden, etc. etc. Das ja. Jetzt habe ich gerade einen Lupo entdeckt. Etwas weniger Kilometer runter, kein TÜV mehr. 300 VB. Auch ein TDI, 397.000 Kilometer runter, also auch nichts. Also für den Motor ist das nichts, wisst ihr ja, ne? Der hat 474.000 runter, fährt ganz normal. Ja, den werden wir uns gleich mal, denke ich mal, wenn er was taugt, unter den Nagel reißen. Ja, dann machen wir uns mal auf die Socken, wa? Ja, das einzige Problem an der ganzen Sache ist jetzt, wir haben ja, also hier vorne ist ja gleich die Fähre und das Fahrzeug steht genau auf der anderen Seite und die Fähre fährt gerade nicht. Ja, das ist blöd. Also müssen wir wohl Schleichwege fahren und dann mal eben zur anderen Fähre fahren. Gibt es ja zwei, Gott sei Dank. Aber die hier fährt wegen Niedrigwasser nicht. Das ist auch nicht schlimm. Ja gut, Lupo TDI kann man immer kaufen. Ja, der fährt noch. Ja, TÜV ist abgelaufen, klar, aber
technisch scheint er so weit zu sein, dass er grundsätzlich in der Lage ist, sich so von A nach B zu bewegen. Also von daher kann man sowas kaufen. Alles andere kann man machen. Habe ich ja bei unserem auch gemacht. Nur halt die Frontscheibe, da habe ich mich noch nicht durchringen können, die auszutauschen, sonst wäre jetzt TÜV fertig. Aber wie gesagt, für 300 VB, also Verhandlungsbasis, kann man so ein Auto immer kaufen, weil die Dinger gehen normalerweise für 1,5. Locker. Ja. Und daher kaufen wir sowas. So, da ist der Kleine. Das ist leider ein Auto nach 2001. Zu Deutsch, der ist durch. Ja, die haben leider auf die Verzinkung verzichtet. Also ist das Ding ziemlich tot. Naja, Faltdach. Hier fängt er auch an durchzugammeln. Aber der Motor läuft gut. Ja. Von daher kann man mal machen für 250 Euro. Läuft echt gut, aber sehr kräftig. Hat 390.000 runter. Schlachtauto, ne? Für den anderen. Ne? Motor weglegen, Getriebe weglegen. Einmal kurz PDE-Brücken rein und sowas in der Richtung. Weil das hier bringt es dann doch nicht mehr. Vor allen Dingen zieht sich das hier unten weiter durch. Ne? Das ist also sein letzter Weg erstmal. Erstmal die ewigen Jagdgründe genießen. Okay, bis später. Ja, er ist flott. Bei den nach 2001 sterben auch nur die Karosserien, ne? Die Motoren nicht. Das sind ja die gleichen, die AMF-Motoren. Zieht ordentlich. Ja, ist halt immer das gleiche Leiden bei den Dingern. Ja, sie haben halt bei dem sogenannten Facelift auf die Verzinkung verzichtet. Ja, und das war's dann für die Dinger. Ist er zu Hause, ne? Gut, über Pflege und Wartung kann ich bei der Kiste überhaupt nichts sagen. Gar nichts. Überhaupt nicht. Das ist ja. So überhaupt nichts wie halt. Das, Anderser spinnt öfter mal rum. Da sind die hier immer verdächtig, diese Sicherungen hier oben, und die sehen auch entsprechend bescheiden aus. Ja. Ja, ABS-Leuchte leuchtet, kann auch der Blödsinn hier oben sein, ne? Also ja, einfach komplett mal durchgucken. Ging plötzlich an. Also kann eigentlich nur ein Massefehler sein. Ne? Also von daher machen wir uns mal nicht ins Hemd. Wie gesagt, das ist ein Schlachter, ne? Also von daher. So, der Motor selber. Sehr kräftig, ist anwesend, ja, recht nett, ist ein AMF, genau wie dem anderen Lupo. Ein paar Teile sind definitiv noch zu gebrauchen, Scheinwerfer sind noch in Ordnung, ja, Haube ist in Ordnung, Heckklappe ist in Ordnung, Türen, gar nicht hingeguckt. Ja, okay, Türen sind auch noch in Ordnung. Ja. Das Schiebedach will eh kein Mensch haben. Solange es zu und dicht ist, sollte man es auch besser zu und dicht lassen. Ja. Ist nicht gerade ein Quell ewiger Freude, das Ding. Kotflügel vorne,
gammelt. Ja. Aber wie gesagt, hier bei dem Auto ging es nur um die Technik. Und 250 Euro für ein vernünftig fahrendes Auto mit äußerst kräftigem Motor und relativ gut schaltbarem Getriebe ist okay, denke ich. Ja, ist auch ein 2000er, aber komischerweise einer nach den Werksferien. Offensichtlich das nächste Modell und er gammelt wie die Hölle. Oder ist einfach nicht gepflegt worden. Das kann wohl durchaus sein. Mein blauer, da ist nichts dran. Aber der ist auch Hohlraum versiegelt worden, der ja offensichtlich nicht. Der ist auch ein Werksangehörigenfahrzeug gewesen, also dieser hier. Mhm. Von daher ist, ja, was will man machen, ne? Man steckt nicht drin. Dann wollen wir mal nach hinten gehen. Schon ziemlich dunkel. Heckklappe ist okay, naja, ist nicht okay. Kriegt man aber auch weg, ne? Also von daher, wenn man der drauf legt. Da sieht man jetzt nicht viel. Ist aber auch nicht schlimm. Ist ja auch nichts da zum Sehen. Was ich sehe, wir haben diese Princeton Rückleuchten komplett in Rot. Ganz nett. Die kosten schon mal richtig Geld. Und ich lege keinen Wert drauf, von daher. Ja. Also wir haben Motor, Getriebe, wir haben ein Radio. Mit Stick und ich meine sogar mit Bluetooth. Die Innenausstattung ist okay. Ja, da kann man nichts gegen sagen. Ja, die ist okay. Ja, also von daher. 390.000 und nicht durchgesetzter Sitz. Das ist schon mal in Ordnung. Sitzhöhenverstellung haben wir auch. Keine elektrischen Fensterheber. Hätte mir bei dem anderen auch sehr viel Arbeit erspart. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir fahren das Ding morgen nochmal über die Autobahn ordentlich. Wenn ich ihn morgen wieder ankriege. Und dann geht er in die Schlachtbank. Ja. Okay. Und dann komme ich heute mal zum Ende. Und wünsche euch was. Schauen wir mal, wie wir mit dem Kleinen weiterkommen. Ja, Ersatzteil kann man auch mal gebrauchen, ne? Aber wie gesagt, solche Stellen sprechen schon viel über die Pflege, ne? Wenn die Kotflügel durchgerostet sind bei dem Lupo. Da muss schon einiges passieren. Schade, dass ich keine Polen kenne, die Windschutzscheiben ausbauen können. Ich kenne welche, also ich habe schon welche kennengelernt. Die konnten Windschutzscheiben raustrennen. Das wäre das ultimative Nachhaltige, wenn ich die Windschutzscheibe jetzt hier raustrennen könnte und den anderen reinsetzen. Das wär's. Aber, naja, kann man nichts machen. Okay, bis zum nächsten Video.